Inzwischen wieder eine erstklassige Adresse. Das Stadion in Köln-Müngersdorf zum 5. Mal Finalort für das Pokalfinale im Frauenfußball. Seit 5 Stunden läuft die rheinische Einstimmung natürlich mit den Höhnern. Wie sich das gehört, Karneval und Fußball haben in der Domstadt eine ganze Menge miteinander zu tun. Und das hier, das ist die Trophäe. Hallo aus Köln, meine Damen und Herren. Also Frauenpokalfinale, SGS Essen gegen den 1. FFC Frankfurt. Solche Spiele und solche Tage hat sie früher ganz besonders geliebt. Nia Künzer. Hallo Nia. Hallo Klaus. Wunderbare Stimmung, draußen schon seit Stunden ein echtes Familienfest. Zum 5. Mal die ganze Veranstaltung in Köln, der richtige Ort. Auch mittlerweile haben die sich hier ganz gut eingegroovt. Ich war auch skeptisch. Ich habe tolle Finals in Berlin gehabt. Aber alle sind bemüht, der DFB, die Stadt Köln vor allen Dingen. Und das funktioniert die letzten Jahre gut. Und das Spiel heißt im übertragenen Sinne klein gegen groß. Der 7. gegen den 1. aus der Frauenfußball-Bundesliga. Und ein Länderspiel, glaube ich, gegenüber 1000 Länderspiele. Was macht dich zuversichtlich, dass das ein spannender Kick wird heute? Essen liegt dem FFC nicht ganz so gut. Spannende Spiele in der Meisterschaft immer. Essen wird hier heute ganz locker flockig aufspielen können, wenn der FFC Frankfurt unter Druck steht. Also ich warte schon ein spannendes Finale mit einem natürlich Favorit FFC Frankfurt. Und deshalb schauen wir zuerst auf den Außenseiter. Robert Hunke stellt uns eine Mannschaft vor, die natürlich auf dem Pott kommt, da wo der Fußball zu Hause ist. Tief im Westen, in einer Stadt, die schon lange verschwunden ist von der Fußballlandkarte, ist der große Außenseiter dieses Pokalfinals zu Hause, die SGS Essen. Dafür, dass sie ans Wunder glauben, sorgt Linda Dahlmann, Spielmacherin und Motivationsbeauftragte. Frankfurt ist jetzt ein Gegner, gegen den wir schon oft auch gespielt haben. Und wir haben ja schon gesehen, dass wir auch in der Lage sind, die zu schlagen. Und deshalb habe ich keine Angst und ich glaube die Mannschaft auch nicht. Und ich glaube sogar vielleicht, dass sie ein bisschen mehr Angst vor uns haben, als wir vor denen. Linda Dahlmann. 19 Jahre alt, hat ihr eigenes Modelabel. Sie verlangt von sich und dem Team alles. Denn klar ist, gegen die übermächtigen Frankfurterinnen hilft nur Kampf und Herz. David gegen Goliath trifft's ganz gut. Denn Frankfurt war schon 13 Mal im Finale. Essen ist das erste Mal dabei. Während Frankfurt zweimal täglich trainiert, kommen die Feierabendkickerinnen aus Essen nach dem Job. Keine verdient ihr Geld mit Fußball. Hallo, ich bin Sarah Freute, bin 21 Jahre alt, spiele rechts außen und momentan mache ich ein Praktikum an einer Schule hier in Essen. Hallo, ich bin Lisa Weiß, bin Torhüterin und Lehramtsstudentin der Fächer Deutsch und Sport an der Uni in Essen. Ein Länderspiel für Deutschland hat sie, mehr als alle anderen Essenerinnen zusammen. Frankfurt kommt auf 1000, aber... Wir reißen uns den Arsch auf und ja, die haben vielleicht das Talent und wir haben den Willen. Sagt die Torschützin, die Essen gegen Freiburg in dieses Finale brachte. Frech sind sie und plötzlich gefragt. Ihr Trainer war diese Woche dauernd auf Sendung, konnte sich kaum vor Medienanfragen retten. Hier ist die WDR 2 Sportzeit. Mit seinen Frauen steht er im DFB-Pokalfinale. Herzlich willkommen, Markus Högner. Im Endeffekt haben wir ja in den letzten Spielen bewiesen, dass wir, obwohl wir so einen Mini-Etat haben, dass wir Dinge mit Leidenschaft, Herzblut wettmachen können. Eine Stadt, die nach fußballerischen Erfolgen lechzt. Die SGS Essen ist Außenseiter, aber bereit für den großen Kampf. Ja, im Moment sieht es eher nach Stimmung aus als nach Kampf hier im Müngersdorfer Stadion. Kassala sind das, glaube ich. Die Jungs rocken normalerweise auch schön im Karneval. Aber sind ja beim Fußball hier. Ist der Kampf in Essen deutlich größer als das Können? Ja, ich würde es jetzt nicht nur auf Kampf reduzieren. Natürlich kommen sie über Teamgeist, über Einstellung, aber auch über ihre jungen Talente. Und da sind ja welche dabei. Also ich würde es nicht nur reduzieren auf Kampf. Das ist schon eine gute Truppe, aber... Natürlich nicht so konstant und erfahren wie Frankfurt. Ein junges Talent haben wir da gerade schon vorgestellt bekommen. Linda Dahlmann auf dem Sprung, glaube ich, in die Erwachsenen-Nationalmannschaft, ja. Muss man einfach sagen. Auf die bauen sie sehr stark bei Essen und sie müssen ja irgendein Geheimnis haben. Sie haben in der Liga gegen Frankfurt 1-1 und 1-2 gespielt, also sehr knapp. Sie haben Turbine Potsdam rausgeworfen aus dem Pokal in der zweiten Runde, immerhin Champions League-Halbfinalist. Also was haben die, was die anderen nicht umsetzen können? Spricht auf jeden Fall ein bisschen für sie, aber auch gegen sie, dass sie gegen große Mannschaften scheinbar ihr Potenzial abrufen können. Aber ihnen fehlt die Konstanz auch mal gegen ebenbürtige Mannschaften.
das abzurufen, sonst wären sie in der Liga eben nicht Siebter, sondern vielleicht auch mal Dritter oder Vierter. Und sie haben vor allen Dingen einen Trainer, der da jetzt seit Jahren komplett auf die Jugend setzt. Da spielen keine großen Stars, aber in den Jugendmannschaften, U17 und so weiter, da sind die top in Essen. Markus Högner, da haben wir den Mann. Früher sehr impulsiv als Profi in Aachen und Solingen und jetzt hat er sich zum Ruhigsein verdonnert sozusagen, um seine Mannschaft nach vorne zu bringen. Erstens hat er seinen Spielerinnen angeboten, dass sie ihn duzen dürfen, wenn sie heute hier gewinnen. Bislang siezen sie ihn. Und dieses auf die Jugend setzen, das ist sein Prinzip. Der hat bei den Herren auf Schalke gearbeitet im Jugendbereich. Braucht man dazu Mut im Frauenfußball, um komplett auf Talente zu setzen? Auch im Frauenfußball braucht man dazu mittlerweile Mut. In Essen gibt es vielleicht auch nicht die Mittel, auf andere erfahrene Spielerinnen zu setzen. Ich würde mir für ihn wünschen, dass er die Truppe beisammen halten kann, die jungen Spielerinnen, und dass sie nicht nach ein, zwei Jahren erfolgreichen Nationalspieler da sein, dann abwandern nach Potsdam, Wolfsburg, Frankfurt und dann hat die Mannschaft sicherlich Zukunft. Der war mal Beach-Soccer-Nationalspieler, Rekordnationalspieler, Bundestrainer, also ein schillernder Vogel. Und wenn du sagst, du hoffst, dass er die Mannschaft beisammen hält, der geht mit gutem Beispiel voran. Der hatte ein Angebot vom ersten FFC Frankfurt, dem heutigen Gegner, hat gesagt, nö, ich bleibe in Essen, ich erfülle meinen Vertrag. Das ist doch vorbildlich sozusagen. Ja. Wie gesagt, so eine Mannschaft hat ja auch Vorteile. Man kann vielleicht ein bisschen ruhiger arbeiten, als es Colin Bell jetzt hier in Frankfurt tut. Da ist der Druck sofort da. Titel müssen eigentlich in der ersten Saison her. Man muss sich für die Champions League qualifizieren. Und hier kann man eben so Überraschungserfolge wie ein DFB-Pokalfinale ganz anders genießen. Wenn du Colin Bell schon ansprichst, dann beschäftigen wir uns auch mit dem ersten FFC Frankfurt. Alle sagen, die können sich heute hier nur selber schlagen. So viele Nationalspielerinnen, 13 Mal im Pokalfinale, 8 Mal gewonnen. Aber seit 3 Jahren keinen Titel, meine Damen und Herren. Das wurmt vor allen Dingen die Verantwortlichen. Da geht es natürlich auch um ganz viel Geld. Florian Nass zeigt uns den Mann, der das Ganze ab sofort ändern soll. Er will diese 3 Jahre ohne Titel beenden. Colin Bell, Engländer, prinzipientreu und emotional. Wir sind nicht ins Endspiel, um irgendwelche Erwartungshaltung von außen zu erfüllen, sondern weil wir gewinnen wollen. Er hat den besten Kader der Liga. Er hat die besten Einzelspielerinnen. Und daraus will Bell das beste Team formen. Talent ohne Ende. Aber das ist nicht nur Talent. Talent ist nicht das entscheidende Faktor jetzt in dieser Phase, sondern die Wille. Über 20 Jahre arbeitete Colin Bell ausschließlich im Bereich Männerfußball. Doch nirgendwo war die Erwartungshaltung so groß wie jetzt bei den so erfolgsverwöhnten Frankfurterinnen, die schon 8-mal den Titel gewannen. Was aber, wenn der Favorit scheitert? Er wird gefragt. Nach Spott und Häme im Falle einer Niederlage. DFB-Pokalfinale. Und genau das ist unsere Gesellschaft. Spott und Häme, wenn eine hinfällt. Anstatt wenn eine hinfällt, muss man dann auch sagen, hier ist meine Hand, ich helfe dich wieder auf. Das ist meine Einstellung. Es sind diese Worte, die belegen, wie Colin Bell tickt. Gläubig und werteorientiert. Aber natürlich, er will gewinnen. Es wäre sein erster großer Titel als Trainer. Und in seiner Muttersprache ist das heute hier Coming Home. 2 Jahre Co-Trainer beim 1. FC Köln. Der spielt immer noch in der Traditionself der Kölner. Also ein Heimatgefühl bei Colin Bell heute. Schöner Moment für ihn, aber Nia, mal ganz ehrlich. Wenn der sagt, das ist aber blöd, wenn dann die anderen alle auf uns eintreten, wenn wir mal am Boden liegen. Ist das nicht ein bisschen naiv, vor allen Dingen im Profisport, das muss man in Frankfurt mal so sagen, Fußball, vor allen Dingen, wenn man 10 Jahre davor alle anderen an die Wand gespielt hat? Ja, ich glaube, da darf man nicht so sensibel sein. Wir waren, und ich war Teil davon, sehr erfolgreich mit einer sehr guten Truppe. Und die Truppe ist eben weiterhin sehr gut. Und da muss man sich natürlich Kritik gefallen lassen, wenn es dann mal nicht funktioniert oder wenn man einfach auch nicht die Leistung abrufen kann, die eigentlich ein Muss ist. Er spricht davon, der Wille muss da sein. Offensichtlich hat er, als er seinen Job angetreten hat in Frankfurt, erstmal alle gefragt, was fehlt euch im Moment? Und alle haben gesagt, Zusammenhalt, wir sind keine Mannschaft. Daran soll er gearbeitet haben. Ist das der Grund für 3 Jahre keinen Titel in Frankfurt? Ja, das ist immer schwierig, an dem Aspekt, finde ich, zu arbeiten, weil das muss aus der Mannschaft selbst kommen. Ist von außen sehr schwer, von außen ein Team zusammenzuschweißen. Ich hatte so das Gefühl, dass natürlich auch einige Spielerinnen eine Komfortzone gefunden haben beim FFC Frankfurt. Es geht vielen Spielerinnen da sehr gut. Es wird alles für sie getan und da war vielleicht so der Druck nicht da. Und den, glaube ich, hat Colin Bell zurückgebracht. Er hat ein gutes Händchen, aber
kann auch mal austeilen. Kein gutes Händchen hat in den vergangenen Jahren, glaube ich, Sigi Dietrich gehabt, der Manager in Frankfurt, hat offensichtlich nie die passenden Trainer gefunden. Muss man einfach mal so wertfrei hinstellen, denn der Erfolg war nicht da. Jetzt hat er Colin Bell geholt, auf den setzt er und das läuft ja ganz gut. Tabellenführer in der Liga, im Pokalfinale ist Frankfurt. Und Sigi Dietrich, weiß nicht, ob wir den schon gesehen haben, der zittert heute. Na klar, der will aber vor allen Dingen, glaube ich, in die Champions League, um Geld zu verdienen für diese sehr, sehr teure Mannschaft. Wie muss man jetzt denken als Frankfurter Spielerin? Wir können alles gewinnen, Pokal und in den nächsten drei Wochen die Meisterschaft. Wir können aber auch alles verlieren. Zweiter im Pokal und am Ende Dritter in der Meisterschaft, denn da ist alles extrem eng. Ja, jetzt gilt nur noch, wir können alles gewinnen und zwar heute und hier. Die anderen Spiele muss man natürlich gedanklich erstmal beiseite schieben. Ganz wichtig war für den FFC schon, heute auch hier das Finale zu erreichen. Auch das ist wirtschaftlich für den FFC Frankfurt sehr wichtig gewesen. Und dann der nächste Schritt, ganz klar, sich wieder für die Champions League zu qualifizieren. Aber nervös können sie trotzdem sein. Das Umfeld, habe ich das Gefühl, ist deutlich nervöser als vielleicht die Mannschaft selbst, weil die muss sich auf das Spiel konzentrieren und kann auch wirklich auf dem Platz zeigen, was sie drauf hat. Der Mannschaft selbst fehlt heute eine ganz entscheidende Spielerin. 20 Tore in der Liga geschossen, Torschützenkönigin vor den letzten drei Spielen. Also sie führt die Liste an. Celia Sasic, Außenbandriss. Ich meine, die haben genug Nationalspielerinnen, aber wenn die da oben auf der Tribüne rumturnt und nicht unten auf dem Platz, hat das einen Pferdefuß, einen Haken für die Frankfurterinnen? Ich glaube, sie wollte sich auch in letzter Sekunde sogar noch fit spritzen lassen, weil die Teamärztin gerade gesagt hat, das ist natürlich schon hart. Sie ist vor allem nicht nur spielerisch, sondern als Typ ganz, ganz wichtig für diese Mannschaft. Nicht nur in der Nationalmannschaft, sondern auch hier in Frankfurt und kann eine Mannschaft mitreißen. Nichtsdestotrotz muss die Mannschaft aus Frankfurt das auch ohne sie schaffen. Die Qualität ist da, auch ohne Celia. Für sie persönlich und für die Mannschaft schade, aber abhaken. Dich muss ich nicht nach einem Tipp fragen. Ich glaube, du favorisierst den ersten FFC. Aber muss ich, ja. Ja, musst du. Ist aber so. Werden wir sehen. Vielleicht wird es auch eine ganz, ganz spannende Geschichte. Und wenn wir, meine Damen und Herren, über Celia Sasic sprechen, dann müssen wir auch über eine andere große deutsche Frauenfußballspielerin sprechen. Die hört nach dieser Saison auf, hat den Pokal im Verein und in der Nationalmannschaft aber unfassbar viel erreicht, oder, Bernd Schmelzer? Tja, und sie wäre natürlich auch gerne heute hier an gleicher Stelle in einer anderen Funktion aufgetreten, die Inka Grings. Aber im Viertelfinale war mit ihrem ersten FC Köln im DFB-Pokal Schluss eben. An der SGSS sind sie gescheitert. Aber sie hat ja, egal wie auch immer, sie hat ja den Pokal schon einmal gewonnen, die Inka Grings, mit dem FCR Duisburg mehrfach und sogar einmal hier beim ersten Pokalfinale in Köln 2010 war es. Also an gleicher Stelle. Da steht sie. Sie ist auch ein bisschen gebannt von der Atmosphäre, die hier heute herrscht. Die ist einmal mehr sehr, sehr ansprechend, sehr mitreißend. Und alle hoffen, dass es jetzt eine gute Show wird zwischen Essen und Frankfurt. Ist das Ding. 11 Kilo schwer, 60 Zentimeter hoch. In den vergangenen Jahren haben den immer Models hereingetragen, diesen Pokal bei der Eröffnungsshow. Auch Inka Grings, als man hörte, dass sie es dieses Mal sein würde, hat von ihren ehemaligen Mitspielerinnen SMS bekommen. Na, trägst du auch so ein schickes, offenherziges Kleid? Aber sie ist erschienen in einem flotten Anzug. Angemessen, würde ich mal sagen, für dieses Pokalfinale. Herzlich willkommen in Köln-Müngersdorf, die SGSS Essen und den ersten FFC Frankfurt.
So haben wir die beiden Mannschaften. Hier ist der Trainer aus Essen, Markus Hückner. Die versammelte Politprominenz aus Nordrhein-Westfalen ist hier. Die Ministerpräsidentin und sie schauen natürlich alle auf den ganzen Stolz dieses Bundeslandes in diesen Minuten, der hier der vom Papier her der klare Außenseiter ist. Das muss man einfach mal so sagen. Aber diese Mannschaft hat sich sehr, sehr gut verkauft in der Liga. Die beiden kennen sich gut. Colin Bell, Markus Hückner sind eng befreundet. Dazu werden wir Ihnen noch ein paar mehr Informationen liefern dann im Laufe dieser Partie. So, hier haben wir die erste Aufstellung und das ist die von Essen. Die SGS Essen spielt in einem 4-2-3-1-System. Linda Dallmann haben wir Ihnen vorgestellt, liebe Zuschauer, mit der 10 ganz zentral im Tor mit Lisa Weiß, die einzige Nationalspielerin. Sie hat ein einziges Länderspiel mal gehabt und vorne auf Hartmann müssen wir auch achten mit der 13. Das ist die sogenannte Stoßstürmerin der Mannschaft aus Essen. Auf der anderen Seite der erste FFC Frankfurt, auch das ist ja schon angesprochen worden, eine Mannschaft mit mehr als 1000 Länderspielen. Rein nominell natürlich der klare Favorit hier. 4-4-2 ist die Grundausrichtung heute. Alushi links offensiv, nicht links im Mittelfeld, wie viele erwartet hatten. Ansonsten die Formation, die zuletzt mehr oder weniger so auch in der Liga gespielt hat. Das Finale des DFB-Pokals im Ersten. Präsentiert von Bitburger. Das sind die Ersatzspielerinnen aus Essen, eine Mannschaft, die von der Motivation lebt, von der Begeisterung. Das hat man gestern hier spüren können, schon im Vorfeld dieses Finales. Auf der anderen Seite Frankfurt mit Jennifer Marojan, eine unglaublich routinierte Truppe, die sich keinen Schlendrian leisten kann, denn das hat Colin Bell immer wieder betont. Immer dann, wenn wir zu selbstgefällig agiert haben in einer Partie in der Bundesliga, haben wir auch nicht gewonnen. Da ist sie, Linda Dallmann, eines der größten Talente im deutschen Frauenfußball, vielleicht das größte. Sie wird, da sind sich die Experten sicher, ihren Weg machen, auch in der Nationalmannschaft. So, auf geht's, Frankfurt in Weiß. Versuch von Sono Gorcevic. Bisschen hängender agiert als zuletzt.
so ein erster kleiner Warmmacher für Desiree Schumann. Da haben wir sie schon durchlaufen sehen. Sarah Freutel. Sie hat das entscheidende Tor ja im Halbfinale geschossen in der Verlängerung. SGS Essen Freiburg 1:0. Das sind Gare Frickes. Bianca Schmidt. Große Namen im deutschen Frauenfußball. Aber die großen Erfolge sind so ein bisschen ausgeblieben. 3 Jahre kein Titel, das ist für so eine Mannschaft natürlich ein herber Rückschlag. Frickes, Moschee, erste Chance. So oder so in etwa hatten sie es sich vorgestellt. Die kleine Japanerin Gare Frickes Alushi, und dann steht sie völlig frei. Bisschen Glück ist auch dabei. Die Zuordnung hat überhaupt nicht gestimmt. Die Essenerinnen offensichtlich hier noch nicht auf dem Platz, noch nicht ganz da, vielleicht noch ein bisschen nervös gewesen auch. Das Ganze ist natürlich auch eine Riesenkulisse für die Mannschaft hier. Sind ja doch über 15.000 Zuschauer in diesem wunderschönen Fußballstadion in Köln. Marushan, Lauder, Kuznick und Bartusiak. Hartmann, die jetzt versuchen wird, ein bisschen Ruhe reinzubringen, das Spiel zu ordnen. Die auch Einfluss nehmen muss jetzt auf die Psyche der Mitspielerinnen. Das wollte man natürlich unbedingt vermeiden. Dann war Steffi Jones da oben auf der Ehrentribüne. Beste Torschützin der Essenerinnen, das ist Linda Dallmann. Schmidt. Bartusiak. Durchspielen müssen sie, das ist ganz wichtig. Bloß nicht zu selbstgefällig werden. Gare Frickes. Die Schiedsrichterin in ihrem ersten großen Finale, der Höhepunkt ihrer Karriere, Marina Wozniak. Wird man gespannt sein, wie diese junge Essener Mannschaft sich mit diesem Rückstand hier auseinandersetzt. Und das ist eine Situation, die hat man in der Liga so gegen Frankfurt noch nicht erlebt.
Tilly. Janssen. Das ist Mister. Frankfurt Ring versuchen hier früh zu attackieren. Die teilweise sehr spielfreudig agierende Essener Mannschaft überhaupt nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. Das war schwach von Kuznick. Dann geht es hinten rum über Schumann. Und Batusiak. Doch Sun auch eine echte Kölnerin. Für die eine oder andere so eine Art Heimspiel hier, dieses Pokalfinale. Familien sind da, Freunde, Freundinnen. Alushi, Marushan. Beringer. Wird viel ruschiert. Dosun. Freutel. Ja, da sind doch einige Stockfehler auch. Beim ersten FFC Frankfurt, Dorsun, Dallmann. Klassen. Die Torschützin, Japanerin. Deutlich über 100 Länderspiele, ganz erfahrene, ganz routinierte Angreiferin. Kosue Ando. Lara Frickes. Beringer mit Schmidt. Beringer, der zur nächsten Saison dann wieder nach München gehen wird, zum FC Bayern. Melanie Beringer. Klassen wirft. Beringer. Dusiak. Letzte Woche erst erstes Saisontor erzielt. Noch lange verletzt gewesen.
Aber die Frankfurterinnen schnell, dynamisch, mit einer hohen Passsicherheit und Passhärte nach vorne spielen, dann ist diese Mannschaft schwer zu verteidigen. Das haben die Verantwortlichen in Essen natürlich auch beobachtet und immer wieder darauf hingewiesen im Vorfeld, dass es nur gut 2 Minuten halten würde, dieses 0:0. Das war natürlich so nicht einkalkuliert. Gare Fricke sind mit über 130 Länderspielen immer noch eine Stütze, die Leitfigur beim ersten FFC Frankfurt, auch wenn sie ja ihre Nationalmannschaftskarriere schon länger beendet hat. Und Janssen, Dominik Janssen. Dawson. Hartmann, die ist gefährlich. Das ist Markus Hückner. Ganz entspannt ist er bis 10 Minuten vor Spielbeginn unten an der Seitenlinie gestanden, hat noch für den WDR ein Interview gegeben. Das muss man sich mal vorstellen. Die Mannschaft war längst in der Kabine, da war er immer noch unten mit dem Kopfhörer über dem Kopf, Mikrofon in der Hand und hat auf seinen Auftritt gewartet hier fürs Radio. Also ganz cool. Ganz locker drauf. Toller Typ, der die Mannschaft da in den vergangenen Jahren so weit geformt hat und jetzt als Höhepunkt dieses Pokalfinale mit Essen erreicht hat. Hartmann. Ansatzweise hat man gesehen, wie spielfreudig diese Mannschaft sein kann mit Charlene Hartmann da vorne, die 28-jährige Stürmerin. 2010 war sie Pokalsiegerin, zusammen mit Inka Grings damals übrigens. Da hat es einige Begrüßungen gegeben, denn aus dieser Mannschaft, aus der ehemaligen Duisburger Mannschaft, sind einige heute hier im Stadion und ein paar auch auf dem Feld. Unter anderem wollen wir nicht vergessen, Ando, die Torschütze. Passgenauigkeit fehlt noch so ein bisschen bei Essen. Wenn Sie mal den Vergleich heranziehen wollen, eine Mannschaft mit einem Etat, ich würde mal sagen, mit für ein Jahr, der so in etwa sich um das Monatsgehalt eines Profis bei Bayern München bewegt. Das Tor nochmal. Drei Stationen, das war stark gespielt. Die Essenerinnen überrascht. Freutel. Oh, was war das? Oh, da hat sie fast ein bisschen verschätzt gehabt. Desiree Schumann. Ach,
Achtung! Schauen Sie sich das nochmal an hier. Daneben gegriffen einfach und dann tropft der Ball an die Latte. Schrecksekunde für Frankfurt. Es ist nicht ihre Stärke, so die hohen Bälle. Essen wird ein bisschen selbstbewusster in dieser Phase. Dörpinghaus. Faustabwehr in die Mitte. Zentral nach vorne gefaustet, vielleicht auch nicht ganz ideal. Also Desiree Schumann, einmal Glück gehabt. Nachfolgerin von Nadine Angerer. Beim ersten FFC Frankfurt jetzt als Nummer 1. Die zwei versuchen jetzt mehr oder weniger das Spiel hier an sich zu reißen. Relativ statisch das Spiel der Frankfurterinnen in dieser Phase. Es ist wenig Bewegung. Genauso wollte man eigentlich nicht agieren nach der Führung, sondern die taktische Ausrichtung wäre so gewesen, hier nachzulegen sofort und eine schnelle, eine frühe Entscheidung dieses Pokalfinals herbeizuführen. Stark, Ballmann, das sind so die technischen Fertigkeiten, die sie mitbringt, die man hier wunderbar sehen kann. Und Freutl beschäftigt Laudea. Es geht sehr viel mehr über rechts bei Essen in diesen ersten 20 Minuten. Ganz schön. Dörpinghaus. Daimann steht kurz. Auffällig, dass die Essenerinnen fast alle zweiten Bälle gewinnen. Behringer mit roher Gewalt. Anders ging mir das nicht. Der Tabellen-Siebte hat sich gut erholt. Das 0-1, das frühe 0-1 hier nach 2 Minuten und ein paar Sekunden weggesteckt. Gehalten. Aber der ist kaum anders beizukommen, der Linda Dallmann. Wenn Sie mal diesen Bewegungsablauf von ihr hier anschauen, schauen Sie.
wie schnell, wie wendig die ist. Und da hat eine Melanie Behringer natürlich einige Mühe. Das soll jetzt gar kein böses Attribut an die Melanie Behringer sein, sondern dass da haben andere auch Probleme, sich einfach mit diesem schnellen Bewegungsapparat ein wenig auseinanderzusetzen. Schussversuch von Sabrina Dappinghaus. Sola Gotovic. Voll von Klasse. Dann haben wir die Klassen. Jacqueline Klaassen, auch erst 20. Als sie 17 war, hat sie ihr Bundesliga-Debüt gefeiert. Ausgerechnet gegen den ersten FFC Frankfurt übrigens. Marocan und Behringer. Problem für Weiß. Jetzt war das nächste Beispiel dafür, wie Linda Dallmann hier Saskia Bartusiak in Bedrängnis gebracht hat und die Ecke dadurch erzwungen hat. Nochmal nachgesetzt, mit dem Fuß ein bisschen hinterher gespitzelt. Also das wird man einen, da sind wir uns sicher. Das war riskant, das war sehr riskant gespielt von Martini. Schauen Sie, der Rückpass ein wenig misslungen. Lira Alushi wäre da fast noch hingekommen und dann der Schuss aus der dritten Reihe von Simone Laudia. Schmidt und Garefrekis. Essen hat so Mitte der ersten Halbzeit etwas mehr vom Spiel, etwas mehr Ballbesitz vielleicht auch. Aber die Mannschaft von Colin Bell hat eben dieses frühe Tor erzielt. Danach ist sie allerdings kaum mehr in Erscheinung getreten. Eine Partie ohne Torchancen quasi.
Nochmal dieses Duell Klaassen gegen Sirno Gocevic. Klaassen hofft ja noch, dass man sie mitnimmt zu 20 WM. Mittlerweile hat sie eine diagnostizierte Schilddrüsenunterfunktion ganz gut mit Tabletten eingestellt. Also das gesundheitliche Problem hat man auch in den Griff bekommen. Essen übrigens eine Mannschaft, die häufig Besuch bekommt aus Reihen des DFB. Maren Meiner, die da permanent zu Gast ist bei den Heimspielen der Essenerinnen. Aufgepasst zum Tor von Kuznick. So leicht geht das. Zwei Möglichkeiten, zwei Treffer. Colin Bell auf dem Weg zu seinem ersten großen Titel. Ja, da verschätzt sich Weiß total bei dieser Szene. Schauen Sie, sie versucht da ranzukommen. Und dann ist es ein leichtes. Ja, wenn sie rauskommt, muss sie den Ball haben. Da gibt es keine Diskussion. Und Peggy Kuznick macht das zweite Tor. Knappe halbe Stunde vorbei. 2:0 für den ersten FFC Frankfurt, für den Favoriten. Alles, was Sie um dieses Pokalfinale hier noch wissen müssen, alle Statistiken, weitere Informationen sehen Sie auf sportschau.de natürlich, genauso wie alle Infos rund um das Pokalfinale in Berlin heute Abend zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund. Kommen da die jungen Frankfurterinnen, die jungen Essenerinnen noch einmal zurück? Das ist die große Frage gegen Frankfurt, die sich hier sehr, sehr abgeklärt, abgezockt fast schon präsentiert. Tja, das war so ein Beispiel, Janssen, die Weiß da in Bedrängnis gebracht hat. Zwei Torhüterinnen, die sich jeweils einen Patzer geleistet haben. Bei Schumann ist nichts passiert, bei Weiß schon. Gut gemacht, Dallmann. Klasse. Freundlich. Wenn er fast zum Zug gekommen, hilft jetzt auch nichts mehr. Hinten noch versuchen, sicher zu stehen. Essen muss jetzt dringend ganz, ganz schnell hier ein Tor schießen.
Fenster. Hartmann. Ganz klares Konzept, was dieser Verein verfolgt in den vergangenen Jahren, auf die Nachwuchsmannschaften zu setzen, auf die Jugend. Man hat sich schwer getan, in der Anfangsphase Spielerinnen nach Essen zu locken, weil es keinen Anreiz gab. Mittlerweile gibt es Anfragen auch von Spielerberatern, die sagen, wir würden gerne mal eine Spielerin bei euch unterbringen, weil das Konzept gut ist. Fußball, Schule, Fußball und Ausbildung, also da wird ein bisschen längerfristig geplant, gedacht. Und wenn diese Mannschaft in den nächsten Jahren zusammen bleibt, dann geht da sicherlich auch mal ein bisschen was nach oben noch. Kann man mal ranschnuppern an die großen drei, an Frankfurt, an Potsdam und dann Wolfsburg. Das ist so das Ziel. Soler Gojcevic. Gare Frekes. 1-gegen-1 Situation. Dritter Versuch. Das geht ein bisschen zu leicht durch Essens Abwehr da hinten hindurch. Tusiak. Laudia. Marujan. Ando Sonogorcevic. Man läuft jetzt gut bei Frankfurt. Man merkt, dass Essen sich in einer Art Schockstarre befindet in diesen Minuten. Natürlich mit nach vorne kommt. Starke Kopfballspielerin ist. Ja, schauen Sie mal. Vera Alushi. Da ist es genauso wie angekündigt. Simone Laudea macht das Tor. Starke Kopfballspielerin, was soll man da noch mehr zu sagen? Ne? 3-0 Frankfurt. Und nach 36 Minuten ist das Pokalfinale, wenn wir so wollen, wenn wir ehrlich sind, eigentlich fast durch. Und schauen Sie hin, da muss man kein Prophet sein. Silvia Šašić, die wir da oben sehen auf der Tribüne, die es gestern ja noch mal versucht hat. Es ist natürlich auch schwer zu 10 gegen 11. Also Essen ohne Torhüterin. Auch in der Härte muss man es einfach so sagen. Das sind zwei klare Fehler gewesen da hinten. Die dürfen einfach nicht passieren. Nicht gegen eine Mannschaft von der Klasse eines ersten FFC Frankfurt. Jean Laudea. Marojan
Zolagocevic. War noch drin. Marozan. Große Chance von Essen wäre gewesen, ein möglichst langes 0:0 hier zu halten in dieser Partie. Das war so die Überlegung, um den Gegner vielleicht ein bisschen zu kitzeln, nervös zu machen, so wie man es in der Liga auch geschafft hat, vor den Augen der Bundestrainerin sich hier mal anzubieten auf der großen nationalen Bühne Frauenfußball. Aber dieses Konzept ist leider total in die Hose gegangen und das bereits nach 2 Minuten. Als dieses 1:0 fiel. Und nun läuft so eine Mannschaft natürlich auch Gefahr, auf der einen Seite total frustriert zu sein, Essen nämlich, und auf der anderen Seite dann den Gegner so aufzubauen, dass der sich in einen Rausch spielt, und dann kann das auch einmal ein schlimmes Ende nehmen für den Außenseiter. Kuznick. Garafekis winkt seit 20 Sekunden. Jetzt habt ihr Marozan gesehen. Behringer, die verbissen in jeden Zweikampf geht. Hier sehen wir es noch einmal. Aktion gegen Dappinghaus. Und dann nochmal das 1:0. Schauen Sie, 2:0. Das ist einfach so. Und jetzt kommt das 3:0. Der 5-Meter-Raum ist der Torraum. Das muss der Torhüter, die Torhüterin, die muss da einfach irgendwas machen. Da muss sie aktiv zum Ball gehen. Das hat sie zweimal hier nicht getan und deswegen haben sie die 2 Treffer kassiert. Ist auch nicht der große Glanz, den der erste FFC Frankfurt hier verbreitet, den großen spielerischen Zauber, den man jetzt vielleicht erwarten könnte, sondern man hat einfach konsequent die Fehler des Gegners ausgenutzt, insbesondere die der Torfrau, und führt so völlig zu Recht auch mit 3:0. Markus Hübner, der so große Hoffnungen in dieses Finale gesetzt hat, ein Trainer, der sehr viel auch von der Motivation lebt, von der Emotion, der, wenn man es ja gehört, in der Vorberichterstattung im Beach Soccer der Rekordnationalspieler ist. Auch sowas gibt es noch, und mittlerweile im Frauenfußball sich aber einen sehr, sehr guten Namen gemacht hat. Als Jugendtrainer von Aachen mit solch prominenten Namen wie Holtby, Moritz oder Höger, das sind ja alles Bundesliga- bzw. Premier League-Profis, mittlerweile zusammengearbeitet und die geformt hat. Also das ist einer, der weiß, wovon er spricht.
mangeln. Also ein bisschen muskuläre Probleme gehabt im Verlauf der Woche. Man wollte es nicht so recht rausrücken auf Frankfurter Seite. Auch daran sieht man, dass da so eine ganz kleine Nervosität mit im Spiel war vor der Partie. Das Rezept relativ einfach. Hoch hinein in den Strafraum und dann geht der Ball schon irgendwie ins Tor. Vielleicht sollten sich die Frankfurterinnen aber auch noch nicht zu sicher sein. Das Beispiel Potsdam, gerade im Pokal, hat gezeigt, dass Essen eine Mannschaft ist, die nie aufsteckt. 0-2 zurückgelegen gegen Potsdam. Am Ende 3-2 gewonnen. Eine der ganz großen Pokalsensationen in dieser Saison war das. Aber das 0-3 zu drehen, das ist schon eine Herkulesaufgabe hier. Zu drehen, muss man ja auch zunächst mal erstmal zumindest mal in die Nähe des Tores kommen. Und davon halten die Frankfurterinnen den Gegner momentan relativ weit weg. Von Dallmann, da will sie natürlich auch zeigen, was sie kann. Lira Alushi. Und das war sie, die erste Hälfte. 3-0, Ando, Kuznick und Lauder für den ersten FFC Frankfurt. Der, liebe Zuschauer, hier momentan wie der sichere Sieger aussieht in diesem Pokalfinale und vor seinem 9. Pokaltriumph steht. Das Finale des DFB-Pokals im Ersten. Präsentiert von Bitburger. Ja, Nia, so viel haben wir vor dem Spiel über den Druck für Frankfurt gesprochen. 3 Jahre ohne Titel. Kann es sein, dass aber leider hier im Spiel nur die Essenerinnen ein bisschen nervös sind? Ja, nervös finde ich eigentlich nicht, aber zum Teil natürlich überfordert. Das frühe Tor, was Schlechteres konnte ihnen eigentlich nicht passieren. So wirklich beeindruckt waren sie dann nicht, aber Frankfurt nutzt gnadenlos ihre Chancen aus mit ein bisschen Unterstützung der Defensive. Fällt schwer, da Hoffnung zu machen für die Essenerinnen, obwohl 2. Runde gegen Potsdam, 1-3 zurück und noch gewonnen. Also das könnte noch was werden. Ein bisschen Spannung muss man ja machen. So gleich sind wir wieder hier, meine Damen und Herren. Übrigens mit der Bundestrainerin, vorher aber die Kollegen der Tagesschau aus Hamburg.